אחים ואחיות יקרים. שבת שלום euch liebe Brüder und Schwestern. חברי קהילה וגם Gemeindemitglieder und auch Freunde im Land und im Ausland. שנת 2021 רק התחילה. Das Jahr 2021 hat erst begonnen. אנחנו בסוף ינואר. Und schon sind wir am Ende von Januar. אנחנו ממשיכים את המרוץ שלנו. Und wir setzen unseren Lauf fort. רצים, רצים אל המטרה. Wir laufen, laufen zum Ziel hin. בואו נתחיל בתפילה. Lasst uns mit Gebet beginnen. וכנו, אנחנו מודים unser Vater, unser König, wir danken dir. אתה הוא זה שמחזק את ידינו ואת רגלינו. Dass du es bist, der unsere Hände stärkt und unsere Füße stärkt. Auf dem schmalen Weg. ובמרוץ של החיים. In dem Lauf des Lebens. אדון, אנחנו מסתכלים אליך גם היום. Herr, wir schauen auf dich auch heute. אתה מקור החיים שלנו. Du bist die Quelle unseres Lebens. אתה מקור הכוח. Du bist die Quelle der Kraft. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Glaube. Und wir bitten jetzt, nimm unseren Lobpreis an, den wir dir opfern wollen. Dir gebührt aller Dank. Im Namen Jesus Christus. Amen. Yeah.
Oh,
Halleluja, unser heiliger Vater im Himmel, wir bitten jetzt deinen Segen auf der Predigt. Im Namen Jesus, unserem Herrn. Amen. Das Thema der Predigt heute ist das Geheimnis des Sieges über Schwermut in diesen Tagen. Wir sind immer noch in den Tagen von Ausgangsverbot. Und es wird den Menschen schwer. Besonders Menschen, die zu Hause eingeschlossen sind, wie alte Menschen. Und jeder andere, der sich einfach alleine fühlt. Das ist verschieden von Mensch zu Mensch. Wir haben ledige. Wir haben Verheiratete, aber einer ist in der Arbeit, der andere ist zu Hause. Vielleicht Jugendliche, die in ihren Häusern zu Hause eingeschlossen sind. Wie auch immer, das ist eine Herausforderung für unsere Seele. Und besonders, wenn man nicht das Ende von dieser Sache sieht. Jetzt gibt es all diese Mutationen, die neuen Mutationen dieser Krankheit, der Corona-Krankheit. Und trotz der Impfung gibt es keine Gewissheit, dass man diese Sache in der Kürze abschließen wird. Wobei auch noch viele Menschen sind, die diese Impfung gar nicht nehmen. So wollen wir heute eine Antwort und eine Hilfe und eine und Kraft schöpfen vom Wort Gottes. Wir haben im Wort Gottes Menschen, die alleine waren, die zugeschlossen waren. Wir haben in den Schriften Beispiele von Menschen, die fliehen mussten, wie David, der König David, der in einer Höhle war, eingeschlossen, alleine. Und wir können von ihren Erlebnissen lernen, wie sie überwunden haben. Was ist mit Jona passiert? Der war eingeschlossen im Bauch des Fisches. Ein viel schwerer Zustand, wie wir haben. Wie hat er überwunden? Wie haben die Apostel überwunden, als sie im Gefängnis eingeschlossen waren? Und wir werden sehen, dass alle die gleiche Lösung hatten. Und was für uns funktioniert hat, das funktioniert. Was für sie funktioniert hat, funktioniert auch für uns. So, diese Predigt ist dazu gedacht, uns auszurüsten. Und all jenen soll das helfen, die mit einem mit Schwermut zu kämpfen haben. Wir wollen zu Psalm 142 gehen. Ich werde diesen ganzen Psalm in Abschnitten lesen. Wir wollen mit Vers 1 bis 5 anfangen. Und wir lesen da über die Not Davids. Ihr wisst, dass David fliehen musste von Saul, der ihn umbringen wollte.
in zwei, zweimal war er in einer Höhle, in der Adulam-Höhle, zum Beispiel, nachdem er von dem Land der Philister zurückkam, wohin er geflohen war. Er ist dorthin geflohen, weil er gedacht hat, da wird Saul ihn nicht fangen. Aber dort hat er sich in Lebensgefahr befunden, weil die Philister hätten ihn umbringen können. Ich erinnere euch, er hat sich selber als einer gestellt, der verrückt ist. Er hat seine Spucke auf den Bart runterlaufen lassen, hat angefangen, auf die Türen zu malen. Und die Philister dachten, er ist verrückt und haben ihn weggeworfen. Aber von dort kommt er und er versteckt sich in der Adulam-Höhle. Und dann versteckt er sich in noch einer Höhle in der Wüste Juda. Und egal wo das jetzt war, lasst uns sehen, was im Herzen, im Inneren von David, in seiner Seele, in seinen Gefühlen vor sich geht. Was ist seine Auseinandersetzung? Ich möchte Verse 1 bis 5 lesen. Maskil le David biyoto bam'ara tfila. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורח זו אהלך, תמנו פח לי. הבית ימין וראה, ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך אדוני, אמרתי, אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך, בי יחדירו צדיקים, כי תגמול עליי. קראתי את כל המזמור. אז אנחנו רואים את ההתמודדות שהייתה לדוד, בפסוקים 1 עד 5 בעברית. So sehen wir die Auseinandersetzung, die David hatte. הוא נמצא במערה. In den Versen 1 bis 5. Er ist in der Höhle. הוא ברח מהפלישתים, הוא היה לבד. Am Anfang, als er von den Philistern geflohen ist, war er alleine. Alleine mit Gott. אלוהים תמיד היה שם. Gott war immer dort. הקשר עם אלוהים היה בתוך ליבו של דוד. Die Verbindung mit Gott war in dem Herzen von David. Seitdem er ein Jugendlicher war, ein Schafhirte in Bethlehem, hat er sich auf Gott verlassen. Er hat ihn gekannt, er hat ihn geliebt, er hat für Gott geeifert. Das war sein Eifer, der ihn dazu brachte, zu kämpfen gegen Goliath. Er hat an Gott geglaubt. Er hat das Heil gesehen, wie Gott ihn errettet hat von dem Bären und von dem Löwen, die er umgebracht hat. Aber all dies hat ihn nicht verhindert, dass er nicht schwermütig geworden ist. Oder. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Und manchmal, wenn es schwer ist, wenn es Probleme gibt, wenn es Angriffe gibt, wenn es Gefahren gibt, dann ist unsere Seele da mit einbezogen, beeinflusst und sie kann runtergehen. Was hat David in diesen Zuständen gemacht? Er sagt, meine Stimme hat zum Herrn gerufen, er ruft zu Gott. Er wendet sich an Gott mit Gebet, mit Flehen. Und was er auf dem Herzen hat, das gießt er vor Gott aus. Er sagt Gott, was seine Not ist.
הוא אומר, כשהרוח שלי מטה, בהתעטף עליי רוחי, כשאני... Wenn mein Geist unten ist, wenn es mir schwer geht. הוא אומר לאלוהים, אתה יודע, אתה יודע את כל מה שקורה בחיים שלי. Du weißt alles, was in meinem Leben passiert. אתה רואה את אלה ששמו לי מלכודות, תמנו לי פח. Du siehst die, die mir eine Falle gestellt haben. David hatte Feinde. Nicht nur Saul. Es gab viele auch später auf dem Wege, die ihn verraten haben und die ihm untreu waren. Und er sagt in Vers 5, ich habe niemand. הוא מרגיש בודד. Er fühlt sich alleine. אף אחד לא שואל עליי. Niemand fragt nach mir. תראו, בתוך המערה כנראה הקשר הסלולרי באותם ימים היה מאוד חלש. In der Höhle war damals in jenen Zeiten das Cellularnetz sehr schwach. So konnte niemand anrufen. So unser Zustand heute ist besser wie damals bei David. Wir können anrufen. Wir können sogar Verwandten im Ausland anrufen. Aber David war ganz alleine. Er hatte kein Handy, kein Internet, kein Facebook und nicht alles andere. Aber er hatte Gott. Und er ruft in Vers 6. Za'akti elecha Adonai, amarti ata machasi. Darum schreie ich, o Herr, zu dir und sage, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Er erhebt das Haupt. Vorher hat er Gott seine Nöte und seine Schwierigkeiten gebracht. Aber jetzt verkündigt er seinen Glauben. Er sagt, was Gott für ihn ist. Du bist meine Zuflucht. Du bist meine Bewahrung. Du bist der, der mir Leben gibt. Und das ist wichtig, unseren Glauben verkündigen. Nicht nur Gott sagen, was ich haben will, nicht nur über unsere Not ihm sagen, sondern auch verkündigen, was er für uns ist. Er ist die Quelle unseres Lebens. Er liebt uns. Im Heiligen Geiste haben wir Frieden und Freude. Sogar wenn du es nicht in dem Moment fühlst, aber du verkündigst deinen Glauben an ihn. Und du gibst dem Heiligen Geist Platz, dich zu erfüllen. Der Unterschied darin ist, auf was schaue ich? Auf was schaust du? Wenn du dich nur auf das konzentrierst, was du nicht hast, das bringt dich nach unten. Du gehst unter in diesen Gefühlen. Aber wenn du die Augen zu Gott emporhebst und du verkündigst, was Gott für dich ist, dann fängst du an, ihn zu sehen. Sein Licht kommt herein. Der Heilige Geist hat dann Platz, in dir zu wirken. Dein Glaube wird gestärkt, du wirst ermutigt, weil du schaust nicht nur nach unten auf die Schwierigkeiten. Du erhebst das Haupt. Das ist wie ein Mensch, der gebeugt geht, voll von Sorgen in dieser Welt. Und sein Kopf ist voll von Gedanken. Und er geht auf dem Wege. Und er ist ganz darin vertieft in diesem. Und er sieht nicht, was um ihn herum passiert. Aber wenn du dein Haupt erhebst in diesen Tagen, sogar physisch, du siehst den blauen Himmel, du siehst die Natur, du siehst den Frühling,
Du siehst die Blumen, die anfangen zu blühen. Du atmest die gute Luft ein. Du fängst an, etwas anderes zu sehen. Und wir wollen unsere geistlichen Augen emporheben. Und wir wollen über die Wolken hinaus sehen. Wir wollen sehen, was uns im Himmel erwartet. Und wissen, dass Gott uns liebt. Und er ist unser Teil im Lande der Lebendigen. Und er setzt und er fährt fort. Merke, auf meinem Weg lag, denn ich bin sehr schwach. Ja, er ist sehr schwach, er ist arm. Er hat sich unten gefühlt. Schwach. Einzeln, alleine. Vielleicht war er auch hungrig. Vielleicht hat er nicht, wo er schlafen konnte. In dieser nassen Höhle. Er hat dort kein Bett, wo er sich wohlfühlen kann. Es ist dunkel dort. Vielleicht hat er nicht einmal eine Lampe mit ein bisschen Öl, um ein bisschen Licht zu machen. Er war sehr armselig, sehr unten. Und er betet nochmal und sagt, errette mich von meinen Verfolgern, die stärker sind als ich. Nimm meine Seele heraus aus dem Schloss. Er hat sich wie im Gefängnis gefühlt. Vielleicht gibt es auch heute, die diese Predigt hören und sie fühlen sich in ihrem Haus wie im Gefängnis. Sie warten auf die Versammlungen. Alles, was sie gewohnt waren, ist ihnen genommen worden und allerhand Gesetze werden entschlossen. Ich habe gehört, in Deutschland gibt es Läden, da steht ein Schild dran, man darf nicht reden im Laden. Ich habe gehört, dass es gibt, dass man Gesetze entlässt, dass man in öffentlichem Verkehr nicht reden darf. Allerhand komische Dinge. Das sind Dinge, die ersticken. Das gibt einem das Gefühl, dass man in einer Diktatur ist. Man ist zu, man ist wie in einem Gefängnis. Und das hat David gefühlt. Und er ruft Gott an. Nimm meine Seele aus dieser Sache heraus. Hilf mir da heraus, deinem Namen zu danken. Führe meine Seele aus dem Kerker, dass ich deinem Namen preise. Er wendet sich an Gott, weil er glaubt, dass Gott es hört. Und er schließt mit diesen Worten: Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohlgetan. Das Hebräisch, das wir lesen, das ist der Ursprung. Und wenn ich es sehr nach den einzelnen Worten nehme, Lachtir, das ist eine Krone, aufsetzen. In Deutsch ist das übersetzt, die Gerechten sammeln sich zu mir. Aber das Wort kommt von Krone. Da steht geschrieben, so wenn man das jetzt genau nach den Worten übersetzt, durch mich wird man Kronen auf die Gerechten tun. Das ist ein besonderer Gedanke. Was ist eine Krone? Die Krone des Lebens. Wir lesen in 2. Timotheus,
שיש קטע שמחכה לצדיקים, לנושאים. Dass es eine Chronik gibt, die auf die Gerechten, auf die Erlösten wartet. 2. Timotheus 2. Timotheus 4, Vers 8, da sagt Paulus der Apostel: ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השופט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אוהבי הופעתו. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die Krone der Gerechtigkeit für diejenigen, die an ihrem Glauben festgehalten haben bis zum Schluss, an dem Glauben an Jesus festgehalten haben, weil unsere Gerechtigkeit immer, auch in der Zeit des Alten Testaments und natürlich auch in der Zeit des Neuen Testaments, das kommt immer durch den Glauben an Gott. Wegen dem Glauben an ihn, er ist es, der uns gerecht macht. Er ist es, der Jesus gesendet hat, der gestorben ist und sich als Opfer geopfert hat für meine Sünden und für deine Sünden. Und wenn ich an ihn glaube, dann bekomme ich im Glauben seine Gerechtigkeit. Die Sünden, der Fluch, der kommt durch die Sünde, ist von mir genommen worden. So die Gerechten sind die Gläubigen. Das war im Alten Testament so und Abraham glaubte an Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Habakkuk, der Prophet, sagt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und so ist es auch mit uns. So gibt es eine Krone der Gerechtigkeit. Und David zurück zu unserem Psalm. Durch mich werden man die Gerechten krönen, weil du mir wohlgetan hast. Oder durch das, dass du mich retten wirst. Und ich dir danke und deinen Namen verkündige. Diese Menschen werden dieses Zeugnis hören. Sie werden gestärkt werden. Sie werden in ihrem Glauben gestärkt werden. Und sie werden die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Wie wichtig ist es, dass wir Sieg haben in unseren Auseinandersetzungen? Wie wichtig ist es, dass wir einer den anderen ermutigen? Dass wir Zeugnis ablegen können über die Treue unseres Vaters im Himmel? Ich möchte jetzt zu noch einem Psalm gehen. למזמור נון זיין, 57. פסלם 57. ושוב מזמור שדוד כותב במערה. Wieder ein Psalm, den David in der Höhle schreibt. ושוב יש לנו עוד הנחיה, הדרכה, שאנחנו יכולים למצוא פה לעצמנו. Wir haben wieder eine Anweisung oder eine Leitung, die wir für uns selbst da finden können in diesem Psalm. Ich lese diesen Psalm dem Vorsänger: Verdirb nicht, eine Denkschrift Davids, als er vor Saul in der Höhle floh. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht, bis das Unglück vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der wohltut an mir. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, zum Hohen machen den, der wider mich schnaubt. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschen.
Menschenkinder, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich, o Gott, über den Himmel, über die ganze Erde deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie hüllten eine Grube aus, fielen aber selbst hinein. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie hüllten eine Grube aus, fielen aber selbst hinein. Mein Herz ist bereit, oh Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wache auf, meine Ehre, Psalter und Harfe, wacht auf. Ich will mit dem Morgenrot erwachen. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade ist groß, sie reicht bis zum Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich, oh Gott, über den Himmel, über die ganze Erde deine Herrlichkeit. David ist wieder in diesem Zustand, den wir vorher beschrieben haben, in der Höhle. Und wieder wendet er sich an Gott mit dem Ruf, erbarme dich über mich, errette mich. Denn meine Seele, das sind die Gefühle, das ist mein innerer Mensch, er hofft auf dich, er hat dich als Zuflucht, ist geschützt durch dich. Auch wir sind unter diesem Schutz unseres Vaters im Himmel, wenn wir an ihn glauben. Er liebt uns nicht weniger, wie er David geliebt hat. Gott macht keinen Unterschied zwischen Mensch und Mensch. Aber haben wir den Glauben? Er sagt, du bist mein Zufluchtsort, bis die Not vorübergeht. Er sagt, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, der mir wohltut. Er wird vom Himmel schicken und mich erlösen. Nochmal der Blick in den Himmel, auf den Himmel, in den Himmel. Wir wollen unser Haupt erheben und nach oben schauen. Nicht nur sorgen, was das nächste sein wird, was über uns kommt. Gott hat uns errettet. Jesus ist zur Rechten des Vaters, unser Hohepriester, zur Rechten des Vaters im Himmel und er kann alles tun. Er hat nicht die Kontrolle verloren über den Zustand. Und er hat gesagt, er wird seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Wir können uns auf ihn verlassen, wir werden diese Zeit durchleben. Satan und der Geist des Antichristen und niemand kann die Gemeinde Jesu besiegen. Er wird vom Himmel her senden und mich erlösen. Und Gott ist gegen diese Feinde von David. Gott wird seine Gnade senden und seine Wahrheit senden, etwas, was uns nicht gebührt. David ist uns in der Schrift beschrieben als ein Mensch, der seine Schwächen gehabt hat. Aber er hat an Gott geglaubt. Er hat ihn gelebt. Und Gott hat mit ihm Gnade nach Gnade nach Gnade getan. Jedes Mal, wenn er Buße tat, hat Gott ihm vergeben. Gott hat ihm Auferstehung gegeben. Gott hat seine Gnade gesendet und seine Wahrheit. Ich erinnere mich an den Abschnitt, als Nathan, der Prophet, zu ihm kam und gesagt hat, du bist der Mensch, nachdem er gesündigt hat mit Bathsheba.
Und er hat ihm das Gleichnis von dem Schaf erzählt, Nathan. Also, das war eine Wahrheit und die Wahrheit war schwer und tat weh. Du bist dieser Mensch, David. Du hast das Schaf umgebracht, das einzelne Schaf. Das einzige Schaf umgebracht. Du bist schlimmer wie dieser Mensch, über den du jetzt das Todesurteil ausgesprochen hast. Du hast gezürnt und gesagt, ein Sohn des Todes ist dieser Mensch, der das Schaf umgebracht hat. Genommen hat, das Schaf genommen hat. Du hast nicht nur die Frau von Uriah genommen, du hast auch Uriah umgebracht. Du bist viel schlimmer. Gott hat seine Wahrheit gesendet. Aber auch seine Gnade. Gnade und Wahrheit, wo miteinander gehen. David ist auf den Boden gefallen, ist auf dem Boden gelegen, hat nicht gegessen, hat nicht geduscht. Er hat getrauert. Er hat seine Sünde anerkannt. Und Gott hat sich ihm über ihn erbarmt. Das ist der Gott von uns allen. Gnade und Wahrheit gehen miteinander. So seht, wie David sich gefühlt hat. Ich lese weiter in Vers 5. Er hat sich gefühlt wie einer, der zwischen Löwen ist. Die Menschen waren böse zu ihm. Ihre Worte, ihre Taten waren wie ein Schwert, wie ein Stich, wie Pfeile, die man auf ihn schießt. Das hat ihn in der Seele verletzt. Seht, in diesem Psalm ist David wie ein, sieht er mir aus wie ein Mann, der in einem stürmenden Meer ist, mit Wellen, die über ihn kommen. Einmal ist sein Kopf unter Wasser und einmal ist er kurz über Wasser und er atmet Luft. So ist es in diesem Psalm. Er schaut auf seine Nöte, wie wir es gerade gesehen haben in Vers 5. Wie unter Löwen, in Feuer und alle seine Feinde. Das ist der Moment, wo er mit dem Kopf im Wasser ist, in seinen Nöten versunken. Und Vers 6, erhebe dich, O Gott, über den Himmel, über die ganze Erde deine Herrlichkeit. Er hat das Haupt in den Himmel erhoben. Er hat auf Gott geschaut. Das ist wie ein Luftzug zu nehmen. Aber gleich danach sinkt er nochmal runter. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie höhlten eine Grube aus, fielen aber selbst hinein. Das ist Vers 7 oder Vers 6 vielleicht im Deutschen. Diese Feinde, er hat nochmal auf die Falle geschaut, die sie ihm gelegt haben. Und seine Seele ist ganz unten, ganz depressiv. Die schweren Gefühle, die er hat. Und er sagt auch, die mir die Falle gestellt haben, sollen selbst da reinfallen. Das ist sein Zorn über sie. Über all die Ungerechtigkeit, die man ihm zugefügt hat. Und da schaut er wieder nach unten in diesem Vers. Aber dann erhebt er nochmal das Haupt. Vers 8. Und jetzt bleibt er oben. Mein Herz ist bereit, oh Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen.
Und hier haben wir einen weiteren Schlüssel, einen wichtigen Schlüssel. In dem Moment, wo er in Lobpreis übergeht, in dem Moment, wo er anfängt zu singen und zu loben, da singt er nicht mehr zurück. Und ich möchte uns ermutigen, zu Hause, in unserer Ausgangssperre oder in jedem Zustand, wo wir uns unten fühlen, Gott zu loben, das Haupt erheben. Das sind nicht einfach nur Worte, die ich singe. Das ist ein Gebet des Glaubens an Gott. Und seht, was er noch sagt. Ura kvodi, ura hanevel vechinor, ha'ir ha'shachar. Odcha ba'amim Adonai, azamrecha ba'lumim. Ki gadol ad shamayim chasdecha ve'ad shchakim amitecha. Ruma al shamayim Elohim, al kol ha'aretz kvodecha. Wache auf, meine Ehre, Psalte und Harfe, wacht auf, ich will mit dem Morgenrot erwachen. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade ist groß, sie reicht bis zum Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich, o Gott, über den Himmel, über die ganze Erde, deine Herrlichkeit. Das ist sein Sieg. Er beginnt mit der Zeit in der Höhle. Errette mich, Gott. Sei mir gnädig. Und er schließt mit Lobpreis. Er ist ermutigt, er ist gestärkt. Die Quelle unserer Kraft ist Gott. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. In Jesaja 40, Pasuk 31. Ich beginne mit 29 Vers 29 Jesaja bis 31. Psukim 29 עד 31. Jesaja 40 Vers 29 bis 31. Ulein onim otzma yarbe. Ve'afu ne'arim ve'igau ve'chorim kasholi kashelu. וקובה אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also nach du So wollen wir auch ermutigt sein. Wir wollen lernen, auf Gott zu harren, uns zu ihm zu wenden und von ihm die Kraft bekommen, so wie David Kraft bekommen hat. Jetzt wollen wir zu Jona, dem Propheten, gehen. Und wir wollen sehen, was das Geheimnis seiner Befreiung war. Okay. Wir wollen zu Jona gehen. Kapitel 2. Ihr erinnert euch an die Geschichte. Gott hat Jona nach Ninive gesendet. Nineveh war ein Feind von Israel, eine große Stadt in Sünde. Gott sendet Jona, um sie zu warnen, um sie zu mahnen, um Buße zu tun, und Jona will nicht. Er ist hartnäckig. Er wagt es, sich mit Gott zu streiten. Und er flieht. Wir kennen die Geschichte, der Sturm im Meer. Und Gott offenbart es, dass wegen Jona diese ganze Sache auf dem Schiff so ist. Und Jona selber gibt es zu, er weiß, dass es wegen ihm ist, der Sturm. Und man wirft ihn ins Meer. Und Gott sendet den Fisch, der ihn verschlingt.
Dieser Fisch hat ihn verschlungen, aber hat ihn nicht umgebracht. Das ist ein Wunder für sich selbst. Dieser Fisch hätte ein Haifisch sein können und er hätte mit seinen Zähnen ihn zerschnitten. Aber dieser Fisch hat ihn heruntergeschlungen. Da ist etwas Übernatürliches. Der Punkt ist, manchmal fühlen wir uns wie in dem Bauch des Fisches. Und es sieht aus, als ob es keinen Ausweg gibt aus diesem Zustand. Was wird passieren? Was für Gesetze werden sie noch erfinden? Was werden sie noch alles gegen uns tun? Wann kann ich da rausgehen? Raus aus dieser Ausgangssperre. Und wann kann ich mit dieser Maske aufhören? Und wann können wir uns versammeln, wie ich es geliebt habe? אני חייב להגיד ש אם כשנוכל עוד פעם להתאסף nebenbei möchte ich sagen, wenn wir uns mal wieder versammeln können, dann hoffe ich, dass wir es viel mehr schätzen werden, diese Möglichkeit, dass wir uns versammeln können, die uns gegeben ist, und dass wir nicht die Zeit dazu nehmen, um ans Meer zu gehen, an den Strand zu gehen und unsere Gemeinschaft vernachlässigen. Dass wir diese wertvolle Zeit zu schätzen wissen, das wird nicht immer so sein. Es werden schwere Zeiten kommen. Ich hoffe, dass bevor diese schweren Zeiten kommen, wir noch eine Pause haben. Aber wie auch immer, Gott ist mit uns. So zurück zur Geschichte von Jona. Er findet sich selbst in dieser Ausgangssperre, in Anführungszeichen. Ohne Hoffnung. Wie komme ich aus dem Fisch heraus? Wo werde ich mich wiederfinden? In den Tiefen des Meeres. Wer hört mich? Ich kann gar nichts tun. Ich bin verloren in dieser Finsternis. Mit all den Algen, die auf meinem Kopf sind. Aber was tut er in diesem Zustand? Er ist 3 Tage und 3 Nächte dort. Das ist genug Zeit, um verzweifelt zu werden und verrückt zu werden. Er konnte nicht das Radio öffnen in dem Bauch des Fisches. Er konnte nicht das Licht anschalten. Im Bauch des Fisches. Du siehst deine eigene Hand nicht. Du versuchst irgendwo dich festzuhalten, um nicht von einer Seite zur anderen Seite zu rutschen. Und was tut er? Er betet in Vers 2. Lasst uns sehen. Ich lese dieses Kapitel von Vers 1. Vayiman Adonai dag gadol livlo et Yonah. Vayi Yonah bim'ei hadag 3 yamim u 3 leilot. והנה עכשיו הדברים שהוא עושה. דבר ראשון, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. תקריא. Und der Herr bestellte einen großen Fisch Jona zu verschlingen, und Jona war im Bauch des 3 Tage und 3 Nächte lang. Und das erste, was er tut, ist beten. Und Jona flehte aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn. Betest du? Das zweite, was er tut, ist, als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich aus dem Bauch der Hölle, schrie ich, und du hörst meine Stimme. Es gibt hier 3 Dinge. Erstens, er hat gebetet.
Das zweite, er hat aus seiner Not gerufen. Und das dritte war, er ist Humeshaver, das ist in Hebräisch, er schrie aus ganzem Herzen oder schrie zu Gott. ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני כל משבריך וגליך עליי עברו ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. Jetzt Vers 3. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren zu schaue nach deinem heiligen Tempel. Hier gibt es eine so tiefe Wahrheit, eine wichtige Wahrheit. Jona wusste, dass er in Rebellion ist. Er flieht von Gott. Er ist nicht in Ordnung. Er hat gesündigt. Und das, er sagt, er fühlt, dass er sich von Gott verstoßen ist. Natürlich, wenn du im Bauch des Fisches bist, in den Tiefen, da bist du von Gott weg. Vielleicht sitzt du zu Hause und sagst, vielleicht warst du nicht in Ordnung. Vielleicht erinnerst du dich an Dinge, die nicht in Ordnung waren in deinem Leben, Dinge, die dich quälen. Und Satan flüstert und sagt, Gott will dich schon nicht mehr. Er hört dich nicht. Seht, was Jona tut. Dennoch will ich fortfahren zu schauen nach deinem heiligen Tempel. Unser Gott ist ein barmherziger Gott. Voller Gnade und Erbarmen. Und wenn wir uns zu ihm wenden, dann verhärtet er sein Herz nicht. Wenn wir uns wirklich zu ihm wenden, dann vergibt Gott. In 2. Mose 34, das ist am Sinai-Berg, da lesen wir, seht diese große Sünde des Volkes Israel. Sie machen das goldene Kalb, nachdem Gott uns aus Ägypten geführt hat, nachdem man das ganze Feuer vom Sinai-Berg gesehen hat und die Stimme Gottes gehört hat, und immer noch tun sie das goldene Kalb machen. Aber als Gott seinen Namen Mose offenbart, Mose bittet seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und das ist, was Gott sagt, seine Herrlichkeit wird offenbart durch seine Gnade. Kapitel 33, 2. Mose 33, Vers 19. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott sagt, ich erbarme mich, ich erweise Gnade. Und in Kapitel 34, als Gott an dem Angesicht von Mose vorbeigeht, ich lese Vers 6. ויקרא אדוני, אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. Und als יוצר חסד לאלפים, ואני יוצר פה.
Und als der Herr vor seinem Angesicht vorüberging, rief er: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher tausenden Gnade bewahrt. Das ist ein Teil von Gott, das ist sein, das ist seine Und Jonah, als er nach oben schaut, von diesem schrecklichen Platz, er lässt es nicht zu, dass diese Gedanken ihn herunterdrücken. Und ich ermutige uns alle, die Augen emporzuhalten, heben zum Himmel, zum Tempel Gottes. Ich lese weiter. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לקצבי הרים ירדתי, הארץ, בריחיה בעדי לעולם. ותעל משחת חיי אדוני אלוהי, והתעטף עליי נפשי, את אדוני זכרתי. תבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. תקריא בבקשה. קראתי עד פסוק 8 כולל. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Verderben geführt. Da meine Seele bei mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Seht noch einmal seine Seele. Da meine Seele bei mir verschmachtete, ich werd fast ohnmächtig, es geht mir schwer, es ist mir schlecht, ich bin alleine, ich bin verloren, aber er wendet sich an Gott, er erinnert sich an Gott, er betet zu ihm. Aber all diese Dinge, das Gebet, das Rufen, die Shava'ah, das ist ein starkes Schreien, als er auch in den Himmel blickt, auf den Himmel blickt, er erinnert sich an Gott, er betet nochmal. Alle diese Dinge, wie wichtig sie waren, haben diese Dinge ihn immer noch nicht aus dem Bauch des Fisches gebracht. In Vers 10, die zwei letzten Verse, Ich aber will dir mit lauter Stimme danken und dir opfern, was ich gelobt habe. Das will ich bezahlen, das Heil kommt vom Herrn. Als er anfing, Dank zu geben, als er Gott seinen Dank opfert, ich erinnere, die Frucht unserer Lippen, die seinem Namen loben, das ist ein Opfer für Gott. Und als er das tut, als er anfängt, Dank zu geben, zu opfern, und er tut auch Buße, er gibt ein Gelübde und er verspricht es zu halten. Sein Gelübde war, wenn du mich aus diesem Fisch herausholst, dann gehe ich nach Nineveh. Das bedeutet, Gott, ich unterordne mich dir. Genug mit meiner Hartnäckigkeit. Du hast recht, ich bin schuldig. Ich erkenne das an. Ich gelobe, ich verspreche, ich werde nach Nineveh gehen. Ich werde mein Versprechen erfüllen. Und gleich danach, was passiert? Und der Herr gebot dem Fisch, der spie Jona ans Land. Halleluja, ich möchte uns ermutigen. Zwei wichtige Punkte.
1. שמתם לב שמיד אחרי שהוא מודה, בום, הדג מוציא אותו. Habt ihr gesehen, habt ihr darauf geachtet, gleich als er anfängt zu danken, tut der Fisch ihn ausspähen. Wo hat der Fisch Jonah gefangen? Irgendwo in der Mitte des Meeres, wo ein Schiff war, wo man ihn ins Meer geworfen hat. Gott sendet den Fisch und Jonah weiß nicht, dass dieser Fisch in die Richtung des Strandes geht. Und in dem Moment, wo Jonah gesagt hat, ich danke dir, in dem Moment, wo er aufgehört zu murren und anfängt Gott zu danken, da tut er ihn ausspeien. Ich möchte sagen, diese ganze Corona-Krankheit und die Ausgangssperre, das ist eine Zeit, wo Gott in einem jeden von uns in unserem Leben wirken will. Was der Feind zum Bösen gedacht hat, das macht Gott zum Guten. Das ist eine Chance zu prüfen, wo stehe ich gegenüber Gott? Hat das Wort Gottes einen Platz in meinem Leben? Lobe ich Gott? Erhebe ich mein Haupt zu ihm? Oder ist mein Glaube nur ein Wissen oder eine Gewohnheit oder weil ich in einer gläubigen Familie geboren wurde? Das ist eine Chance zu prüfen, mein Verhältnis zu Gott. Das ist eine Chance zu prüfen, wie reagiere ich. Das ist etwas, wo man prüfen kann, wie bin ich abhängig von dem Herausgehen zu essen in einem Restaurant oder Dinge dieser Welt. Wie reagiere ich, wenn ich diese Dinge nicht habe? בבטן הדג שם האלוהים יכול היה לטפל בו ולשבור את העקשנות שלו. So wie Jona im Bauch des Fisches konnte Gott ihn behandeln und seine Hartnäckigkeit brechen. ככה גם היום במצבים שאנחנו נמצאים. So auch heute in den Zuständen, in denen wir uns befinden. אלוהים יכול לעשות עבודה עמוקה בתוכנו. Gott kann eine tiefe Arbeit in uns tun. כשהעבודה הזאת מסתיימת. Und wenn diese Arbeit vorüber ist. אנחנו נצא מהבטן של הדג. Dann plötzlich kommen wir aus dem Bauch des Fisches heraus. Ob nun die Ausgangssperre vorübergeht oder ich einfach mit Freude gefüllt werde, weil Gott hat Platz. Gott hat in mir gewirkt. Der Heilige Geist hat in mir gewirkt. Und ich fühle mich überhaupt nicht mehr im Gefängnis. Ich danke Gott und ich freue mich, was ich habe. Und ich schaue und fange an, Dank zu geben. Danke, dass ich einen Strom zu Hause habe. Danke, dass ich fließendes Wasser habe. Danke, dass ich ein Bett habe, dass ich Essen habe. Danke für allerhand Dinge. Danke, dass ich zwei Füße habe und zwei Hände, dass ich laufen kann. Hilf mir zu benutzen, was du mir gegeben hast. Du hast mir noch einen Tag zum Leben gegeben. Was kann ich mit diesem Tag tun? Ich möchte dir Dank geben. Und wenn du an diesem Platz bist, bist du schon nicht mehr im Gefängnis. Du bist in der Gegenwart Gottes. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Das ist eine Lektion, dass Gott diesen Zustand zum Guten benutzt und er nimmt uns dorthin, wo er uns haben will. Er bringt uns vorwärts nach seinem guten Plan. Sogar wenn wir nichts sehen. Jonah hat nichts gesehen. Er war im Bauch des Fisches. Er hat nichts gesehen, aber Gott hat gesehen. Und Gott gibt die Richtung an und bringt ihn dorthin, wo er hinkommen muss. Das ist die eine Lektion. Und die zweite Lektion ist,
Dank zu geben. Gib Gott Dank, wo du dich befindest. Und das letzte Beispiel für heute, von Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Da lesen wir über Paulus und Silas, als sie nach Philippi kamen. Und sie evangelisieren, sie tun ihre Arbeit dort. אבל הצרות מתחילות ברגע שפולוס מגרש שד מבעלת אוב, מאיזושהי שפחה בעלת אוב. Aber die Not beginnt, als Paulus einen bösen Geist ausgetrieben hat von so einer Zauberin. של אותה שפחה שהרוויחו הרבה כסף דרך הכשפים שלה. Und dann die Besitzer dieser Zauberin, die von der sie viel Geld gemacht haben. Sie sind reich, sie haben Einfluss in der Stadt, sie zürnen und sie bringen es dazu, dass Paulus und Silas Schläge bekommen vor allen anderen. Sie haben sie geschlagen mit Ruten. Sie haben ihnen die Kleider ausgezogen und auf sie gepeitscht. Mein Vater, der in Auschwitz war, im Holocaust, er hat solche Strafen gesehen. Und er hat gesagt, die meisten Menschen haben das nicht überlebt. Diese 39 Schläge bekommen, das haben sie auch Jesus getan. Das hat die Menschen fertig gemacht. Sogar wenn sie gelebt haben, noch ein paar Tage, sie konnten einfach nicht im Bett liegen. Alles hat ihnen wehgetan und sie sind am Schluss gestorben. Das war etwas sehr Böses. Und das haben sie Paulus und Silas gemacht. Sie haben ihnen die Kleider ausgezogen, dass sie die Schläge stark fühlen. Und sie werfen sie ins Gefängnis. Und man tut sie in den schwersten Trakt im Gefängnis setzen. Es ist dunkel und kalt und vielleicht auch und dreckig. Und sie taten die Füße in den Pflock und wer weiß, wer da vorher reingepflockt war und wie dreckig das dort war, wie schmutzig. Ich meine, dieser Pflock, den sie zugemacht haben, da waren vorher andere Menschen. Und das war schmutzig. Schlechte Bedingungen. Und sie sitzen da mit, der ganze Rücken tat weh. Sie konnten nicht an die Wand sich lehnen. Und was tun sie? Ich lese von Vers 25 und 26. Vayi kachatzot ha-laila, vayitpalelu Paulus ve-Sila, vayezamru le-Elohim. והאסורים מקשיבים עליהם. ופתאום היה רעש גדול עד אשר זרו מוסדות בית הכלא. וכרגע נפתחו כל הדלתות ומוסרות כולם ניתקו. Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und alsbald öffneten sich alle Türen und die Bande aller wurden los. Auch wenn unsere Seele in einem Pflock ist von Ausgangssperre,
Unsere Seele tut weh. Lasst uns beten. Lasst uns Dank sagen. Und lasst uns loben. Lasst uns Gott loben. Zu Hause singen. Und Gott wird kommen. Der Sieg wird kommen. Der Sieg ist versprochen durch die Gnade Gottes. Er ist treu, er liebt uns. So lasst uns ermutigt sein, liebe Brüder und Schwestern. In Lukas 21, Vers 28. פסוק 28. עוד פעם. זה פסוק שהוא מאוד רלוונטי. מאוד רלוונטי לימינו. Das ist ein Vers, das sehr relevant ist für unsere Tage. ולכל מה שעוד יבוא. Und für alles, was noch kommen wird. ישוע מדבר על סימני אחרית הימים. Wo Jesus über die Zeichen der Endzeit redet. הוא אומר. Das sagt er. וכאשר תחל להיות זאת התעודדו. וסעו ראשיכם כי קרובה גאולתכם לבוא. Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Unsere Erlösung naht sich. Jesus steht am Tor. Ich weiß nicht, wie lange Zeit wir noch haben. Jahre, weiß nicht. Aber wir müssen bereit sein. Wir leben in zwei Ebenen. Einerseits, wir müssen bereit sein, für jeden Moment bereit sein für die Entrückung. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, seid bereit. Egal, was unser Verständnis ist bezüglich der Prophezeiungen der Endzeit. Jesus sagt, seid bereit, jederzeit. Und wenn ich mit diesem Gedanken lebe, dass ich jetzt in den Himmel gerufen werden kann, das beeinflusst alles, was ich tue. Wie benehme ich mich zu den Menschen um mich herum? Über was denke ich nach? Auf was schaue ich? Und so weiter, jeder Bereich des Lebens. Ich lebe in dem Wissen, dass ich jetzt abgerufen werden kann. Und andererseits brauche ich die Einstellung eines Marathonläufers. Geduld. In weite Strecken laufen, auch wenn es noch 10 Jahre dauert. Ich lebe in der Bereitschaft, dass es heute kommen kann, aber ich verzweifle nicht, wenn es noch 10 Jahre gehen kann. Niemand weiß, wann und das alles kommen wird. Lasst uns diese Einstellungen des Herzens zu Herzen nehmen. Bereit sein für die Entrückung, bereit sein fürs Weiterlaufen, nach oben schauen und wissen, so oder so, das Leben in dieser Welt ist kurz. Das ist die Möglichkeit, die uns gegeben wird, Gott zu dienen. Und das ist gut. Und wir freuen uns. Wir wollen ihm dienen. Jeden Tag, den wir hier noch haben, wollen wir Frucht bringen. Wir wollen uns zu ihm wenden, auf ihn schauen, auf ihn verlassen, ihn anrufen, ihn loben und ihm Dank geben. Und dann werden wir keine Eingeschlossenen sein. Sogar wenn wir im tiefsten Gefängnis sind, wenn Jesus mit uns ist, sind wir frei. Möge Gott uns helfen. Dies teile ich mit euch, mit der Gnade Gottes in Liebe. Amen. Lasst uns noch den Herrn loben.
עכשיו אני רוצה לסיים את האספה. Jetzt möchte ich die Versammlung schließen und euch segnen. לשבוע, für die Woche, für die neue Woche. לחודש החדש שעומד לפנינו. Für den neuen Monat, der vor uns steht. Und das Gebet ist nicht nur für die Gemeinde. Wir segnen auch das Volk Israel, die Regierung Israels und alles Volk, das in Zion sitzt. Adonai pana velecha veyasem lecha shalom Isa Adonai pana velecha veyasem lecha shalom שם ישוע המשיח אדוננו שבוע טוב Im Namen Jesus Christus unserem Herrn eine gute Woche Amen